Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Hey. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire und wir befinden uns im nächsten Fall. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. Ja, wenn wir nur wüssten, welchen Standard die Mrs. Phelps genießt, beziehungsweise ob es überhaupt eine Mrs. Phelps gibt, das wissen wir nicht. Aber doch, die gibt's. Ich glaube, Cole trägt einen Ehering. Wir sehen, glaube ich, einen Ehering. Mann, los. Der ist hier. Da ist er. Mann, jetzt guck doch mal. Freunde, das ist anstrengender als ihr dacht. Da. Seht ihr den? Da. Doch, man sieht ihn. Super. Raus geht's. Ja, genau. Willkommen zurück. Nächster Fall und wir beginnen. Simple as that. Ich kenne den Fall nicht. Oder ich habe keine Erinnerung an ihn. Sollte ich nicht immer sagen. Was interessiert euch das? So, gut. Also wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Wo geht's hin? Da oben. Was ist das? Anruf wegen gestohlenem Fahrzeug. Okay, sehr schön. Rechts. Und dann nochmal rechts. Und dann geradeaus. Super. Los geht's. Uiuiui. Ja, ja. Ja, ansonsten, ich habe mir kurz mal die Aufnahme angeguckt. They're calling her the Dahlia now. I wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? So Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this manly character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having their death strewn all over the front pages. Ja, die sprechen über den Black Dahlia Fall, glaube ich. Das war eine Serie von Morden in den 40er Jahren, genau in dieser Zeit hier in Los Angeles. Ist bis heute, glaube ich, nicht aufgeklärt. Sehr interessant, finde ich. Genau, ansonsten habe ich eben gesagt, ich habe mir mal eben die Aufnahme angeguckt von der letzten Aufnahmesession und sieht ganz gut aus mit Nvidia. Sieht ganz lecker aus. Ganz toll. Genau. So, es ging um ein grünes Auto und dort haben wir ein grünes Auto. So. That's the car, Cole. Just pulling out of the drive. Get him. Dann war das ein Zufall, dass da ein anderes Auto stand. Remember, we need him healthy enough to answer questions. Okay, dieses Auto soll gestohlen sein. 1247, Detective Phelps, requesting immediate backup in pursuit of a stolen green Kaiser Frazier from 6 West 2nd Street. Okay. Kam der da aus der Ausfahrt raus? Okay. Also wahrscheinlich war das sein Zuhause oder so. Lay into his wheel arches. Come on. Keine Ahnung. Irgendwie, ich finde es gerade dubios. Aber gut, für Fragen ist später Zeit. Jetzt ist erstmal Action angesagt. Enough games, Phelps. Take this guy out. Mann, Stefan, ey, wirklich. Unglaublich. Der typische nervige Videospielcharakter, der einen immer begleitet und immer irgendeinen Scheiß von sich gibt. Ui, da hat er uns jetzt aber dran gekriegt. Was macht der denn? Wie fährt der denn? Entweder ist die KI jetzt dumm oder der Charakter, der Typ soll wirklich so fahren. Weiß es nicht. Was macht der? Der ist aber heftig. Der hat ein stabileres Auto als jetzt der William Shelton aus letzter Folge. Alright, alright. Maybe I was a couple miles over the speed limit. Get bracelets on him, Phelps. I'll call it in. Put your hands where I can see them. KGPL, suspect in custody. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Kums Automobile. Ja, Quittung vom 11.01.47. Ausgestellt auf Cliff Harrison, der genau dort wohnt, wo wir waren. 6 West 2nd Street.
Jetzt erstmal ganz kurz zurück. Ja, keine Ahnung, wir kümmern uns mal jetzt hier drum, aber ich meine, selbst wenn, Alter, du hörst eine Sirene. Du scheinst, wenn du von dir selbst überzeugt bist, dass du alles richtig machst und du hörst eine Sirene, dann fährst du doch nicht von dieser Sirene weg. Sondern dann denkst du dir, oh, diese Menschen dort, die haben sicherlich aus guten Gründen eine Sirene. Dann hältst du doch einfach an. Aber gut, wir machen mal weiter. So, genau, es geht um diesen Kaiser Frazier oder Frazier vom Typ Manhattan. $2,400 hat der gekostet. Na, guck mal, hat noch ein Radio extra eingebaut und einen Zigarettenanzünder. Sehr schön. Also 2450 gesamt. Das ist ein Gebrauchtwagen. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. Stimmt, das wäre auch ein Ansatz, dass die gestohlene Autos verkaufen. Anscheinend. Das wäre aber ganz komisch, ganz dumm. Also wenn man es so offen verkauft, weiß nicht, ob sowas vorkommt. Wir befragen erstmal den Cliff Harrison. Genau. Fahrzeug als gestohlen gemeldet. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Schön. Er kommt mir einfach dubios vor. Ich kann ihm gar nicht trauen, richtig. Mann, aber gut. Mann, jetzt bin ich mir echt unsicher. Gesagt, das ist ein Fall, den kenne ich kaum. Also, ich kann mir da nicht mal irgendwas herleiten. Ich mag die Werbung da im Hintergrund. Gut, schön. So. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. And the ownership papers? From the same place. Oh, da haben wir ihn. Ja. Kalifornischer Fahrzeugbrief. Ja, Cliff Harrison. Haben wir alles. Registrierter Eigentümer ist er auch. If this is a forgery, it's top notch. This will need to be traced. Haben wir unten was? Genau, da haben wir das Auto. Sehr schön. Wir haben den Sound am Anfang gehört, das heißt, wir können die Datei hier umdrehen. Machen wir mal. Was haben wir hier? Abschnitt 1, Übertragung durch Eigentümer. Aha. Bin zwar bei Owner, also der Rest ist anscheinend nicht interessant für uns. Abschnitt 2, Rückübertragung an Händler. Gedruckt für das Verkehrsamt durch Marquee Druckerei. Aha. Ah ja, steht da unten. Also dieser Fahrzeugbrief wurde von der Marquee-Druckerei gedruckt. Irgendwie kommt jetzt kein Hinweis rein, weil für mich ist das ein Hinweis und auch ein möglicher Anhaltspunkt, da mal vorbeizuschauen, was diese Druckerei da druckt, weil das Ganze hier doch dubios ist. Ist gut. Ja. Weiter geht's in der Befragung. Was war sein Motiv für die Flucht? Das stimmt allerdings, das frage ich mich wirklich. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Das glauben wir ihm nicht. Ich zweifle an. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky-backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Genau, super. Genau. Wir fragen ihn nach den Details zum Fahrzeugkauf. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Schön. Scheint die Wahrheit zu sein. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for Grand Theft Auto. Right, detective. Do you know who my father is?
We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Yes, we do. Ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, mir Wasser zu besorgen für diese Aufnahme. Jetzt habe ich hier... Ich habe einen Zentiliter drin oder so. Ich weiß nicht. Nimm mal einen Schluck. Ist noch kein Problem. Hoffentlich geht der Fall nicht allzu lang. So. You know what? I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Kurz mal unterbrechen das Gespräch, um zu gucken, wie wir zu Coombs Auto Mobiles kommen. Hier unten. Gut. Wir sind hier, also fahren wir die ganze Zeit geradeaus. Und dann nach der Brücke dort, die wir hier haben, fahren wir die zweite rechts rein. Okay. Usually they're called politicians. Okay, wir haben den Seitenhieb jetzt ein bisschen unterbrochen, den da Stefan vorgenommen hat auf Politiker. Geborene Lügner und so ein Zeug. Ist das? Ich kommentiere das jetzt mal nicht. Paperwork all looked above board and he seemed like a clean cut kid. Well, I get it now. You see some kid who's basically you 5 years ago and assume he's gotta be innocent. I'm more than happy to be proved wrong. Hey, if he'd been black or Hispanic, you'd be singing a different tune. You spout all this communist crap about treating everybody the same, but it only works one way. I'm not sure that's communism, Stefan. Oh, God, please. Not another history lesson from the man who single-handedly won the war. Are you finished? Yes. I feel much better now. We'll shake down the car dealer and take it from there. Unless his daddy plays golf with yours, of course. In which case, we'll give him a firm gentleman's handshake and be on our way. See? I knew you weren't finished. Passiert übrigens, wenn man sich auf die Gespräche ein bisschen konzentriert und dann guckt man nicht auf die Straße, weil man nebenbei die Untertitel mitliest. Genau. Uiuiui. Gut. Wir haben noch niemanden umgefahren, glaube ich, oder? Haben wir schon mal jemanden umgefahren? Es geht tatsächlich. Ich glaube aber, wenn man zu oft jemanden umfällt, dann wird der gesamte Fall abgebrochen. Wollen wir natürlich auch nicht. Nein, du biegst nicht ab. Danke. Gut, du biegst ab, du darfst noch, genau, super. Und dann sind wir gleich da und mal sehen, was uns der Autohändler so sagt. Da haben wir ihn vorne. Not another step. I have got a Buick Century sedan that would be absolutely perfect for you. Mm. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Fraser, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Ach, Mann. That's a joke, son. Phelps, do you mind if I shoot this guy? It's getting on my nerves. Ach, traumhaft. Ich liebe Autoverkäufer. Jetzt haben wir schon die zwei, mit denen wir es hier zu tun haben. Nach dem ersten Fall, also nach dem zweiten, oder? Wann hatten wir den? Ich weiß nicht. Irgendwann hatten wir den. Der vorletzte Fall, ne? Genau. Gut. Sollen wir uns hinsetzen? Ich glaube ja, wir sollen uns hinsetzen. Hallo? Ah, gut. Here it is. Got the original pink slip there too. Danke. Super. Hier haben wir den Fahrzeugschein. Das ist ja... Warte mal, da steht ein anderer Name, ne? Ja, Gene Archer ist der registrierte Eigentümer. Und nicht Cliff Harrison. Gene Archer. 146 North Fremont Avenue. Haben wir hier unten was? Nein, haben wir nicht. Dann drehen wir mal um, das Ganze. Das ist jetzt ja auch ausgefüllt. Jetzt gehen wir hier anscheinend direkt nach unten. Händler ist Coombs. Genau, Coombs, Handelsvertreter.
Richard Coombs. Gedruckt durch die Marquis-Druckerei. Finde ich ja jetzt auch interessant. Also wir haben jetzt einen anderen Namen hier drauf. Wie soll das gehen? Das ist doch das Original. Ich dachte, er hat eine Kopie angelegt. Obwohl, damals gab es ja keine Kopierer, ne? Wie hat man das denn damals gemacht? War die Kopie dann einfach nochmal dasselbe, bloß neu ausgefüllt? Obwohl, nee, es gab ja so Durchdruckdinger, ne? Also so Papier, was so dünn ist, das gibt's ja heute auch noch. Bei Ärzten und so, was so dünn ist, dass er halt einfach durchgeht. Die Schrift. Aber warum haben wir da einen anderen Namen? Das geht doch nicht. Kein Cliff Harrison, sondern ein Gene Archer. Oder eine Gene Archer, ich weiß es nicht. So. Hier haben wir aber Cliff Harrison zu stehen. Und alles ist so, wie es sein soll. Cliff Harrison, 6 West 2nd Street, genau da waren wir. Kaiser Fraser, Manhattan, Typ. Genau, das Radio, der Zigarettenanzünder. Preis ist gleich. Und es ist ein Gebrauchtwagen. Genauso. Harrison's purchase receipt was legit at least. Genau, der Kaufbeleg ist gut. Alles super. Okay. Wir haben sonst hier, glaube ich, nichts. Nein. Oder? Warte, muss ich hier nach unten, um umzudrehen? Nee, können wir nicht. Gut. Dann geht's wohl in die Befragung, nehme ich mal an. Oder haben wir jetzt hier was übersehen? Ich kann ja auch gar nicht weg. Weil irgendwie die Hinweismelodie noch spielt. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Kann aber auch sein, dass wir eh uns gleich nochmal umsehen können und irgendwo anders noch ein Beweis liegt. Ja, ich weiß. Danke, der Hinweissound. Aber das hatten wir hier schon. Und er geht auch direkt nach unten. Also mehr können wir hier nicht rausfinden. Dann ist das so. Gut. Hallo. Gut, wir müssen jetzt erst den Untertitel da durchlaufen lassen, bevor ich hier raus kann. Hammer. Schön. Ja, gut. Leg weg. Danke, Phelps. Und jetzt beginnen wir, glaube ich, die Befragung. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. Schön. Richard Coombs, der Name. Soll uns mal was über die Details der Kaufabwicklung erzählen. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Was? Verstehe jetzt nichts. Ach so, Mann. Ja, der deutsche Untertitel ist da ein bisschen verwirrend, weil Phelps irgendwie gesagt hat, how did you buy the car, you? Weil der verkauft ja Gebrauchtwagen. Gebrauchtwagen. Und jetzt verstehe ich es auch so langsam. Oder? Verstehe ich's? Jean Archer ist die Verkäuferin des Autos. Er hat das Auto gekauft und verkauft. Okay, glaube ich. Also. Aber wie wir wissen, einem Autoverkäufer kann man eigentlich nie richtig trauen. Und er hat gerade auch so komisch geguckt. Er hat so zur Seite geguckt. You're as thick as a whale sandwich, aren't you, son? Yes. Weiß nicht, wie Walfisch schmeckt. Möchte ich auch nicht probieren. Bin nicht so Fan von exotischem Fleisch. Nee. Gut. Ach, Mann. Also Fahrzeugverkäufer, also ich meine, ich glaube, das ist ja absichtlich härter gemacht. So. Das Mädchen kam einfach von der Straße hier rein. So kam es zum Kauf des Wagens. Ich glaube, er verschweigt uns was. Oder? You're as thick as a whale sandwich, aren't you, son? Yes, I am. Ist der Watt? Ich benutze jetzt mal Intuition. Wir entfernen eine Antwort.
Es ist die Wahrheit. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Schön. Beschreibung des Verdächtigen. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. Er sagt die Wahrheit. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Okay, der Herr Coombs scheint einen ganz vernünftigen Eindruck zu machen. Also ich denke, der hat keinen Dreck am Stecken. Jetzt erster Eindruck. Es kann wirklich sein, das Fahrzeug war gestohlen irgendwie und er hat es gekauft und hat es halt nicht überprüft. Wie soll man auch? Und dann passiert das. War jetzt vielleicht ein Fehler von ihm oder halt ein kleiner Unfall. Welche Verbindung hat er denn zur Marquis-Druckerei? Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Oh. Ah. Mann, ich bin mir echt unsicher. Mag das nicht. Ich will eigentlich alle perfekt haben. Ich zweifle an. These pink slips are leading us to something big, Coombs. It's time to stop being cute. I'm going to assume you're having a bad day, son. I sell cars, not paper. War ein Fehler. Absoluter Fehler. Unglaublich. Meine Fresse. Gut. Zahlungseinzelheiten überprüfen. When exactly did you hand over the check, Mr. Coombs? Close of play on Friday. Ja, gut, da sagt er jetzt auf jeden Fall nicht die Wahrheit. Oder weiß es auch nicht ganz. Das Problem ist... Also den Check. Wann der Check ausgehändigt wurde. Ja. Also sorry, was... Wir können nur anzweifeln. Wahrscheinlich haben wir den Beweis, dass es nicht stimmt, aber wir können... Oder? Ich kann ja nichts erkennen. Ich kann dieses Datum nicht mehr sehen, es ist nirgendwo eingetragen. Ich kann nur anzweifeln, es tut mir leid. Tut mir leid, ich zweifle jetzt an. Wenn das falsch ist, dann bin ich echt wütend. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Okay. Verdächtige Transaktion. This was all above board. Yes, of course it was. Da sagt er nicht die Wahrheit. Gesamte Transaktion. Frage ist, haben wir einen Beweis, dass die Transaktion nicht einwandfrei war? Eigentlich nicht. Ich werde anzweifeln. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son. Not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coombs. Schön. Die Investmelodie hat auch aufgehört, glaube ich. Dann sind wir hier fertig. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Ja, da vorne haben wir einen Polizeimelder. Und dann werden wir das mal durchgehen. Machen wir das Ganze mal. Phelps, 1247.
How can I help, Detective? How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. I need an address on a Marquee Printing Company. Marquee Printing Company, sure. Just a moment. Aliso Street, near San Pedro. Messages for me, please. A James Belasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. Okay. Jetzt haben wir verschiedene Anhaltspunkte und ich glaube, das Zentralrevier ist am attraktivsten, da den Herrn Belasco zu... Danke, dass er mich vorlässt, den Herrn Belasco zu interviewen. Und jetzt befragen. Schauen wir mal. Genau, wir könnten jetzt... wir könnten auch zu Gene Archer. Und zur Marquee-Druckerei. Ich glaube, die Marquee-Druckerei selber ist jetzt... the least favorite thing. Oder so, wie man das sagt. Gene Archer ist natürlich interessant. Es wurde gesagt, dass sie in a hurry ist. Also es schnell hat. Und ja, sie hat dieses Auto verkauft. Ich glaube, das ist wichtiger jetzt, als zum Zentralrevier zu fahren. Ja, James Belasco kann warten. Wir fahren zu Gene Archer. North Fremont Avenue, 146. Wo haben wir das Ganze? Dort oben. Also, die ganze Zeit geradeaus. 1, 2, 3, vierte rechts.